ältere Dame spaziert dann weg, auf und ab kommt ein Offizier. Guten Tag, sagt sie. Sie sind sicher der Kapitän? Nein, sagt er, meine Dame, ich bin der erste Deckoffizier. Meine Damen und Herren, ich muss Ihren Scharfsinn bewundern, wirklich. Was, sagte der erste Deckoffizier, das ist ja wunderbar. Das Reisebüro denkt aber auch an alles. Meine Damen und Herren, ich bin vor kurzem von Chemnitz nach Leipzig gefahren. Ja, in Nachsdorf kommt Kontrolle. Na, sagt der Schaffner, Ihre Fahrkarte bitte. Ich gebe sie hin. Hoi, sagt er, Sie haben eine Kinderfahrkarte? Ne, sagt er, können Sie mal sehen, wie lange ich schon unterwegs bin. Zwei Monate später bin ich mit meinem Mann nach Rostock gefahren. Wir sind schon weit über Leipzig. Ich sage, hörst du was? Das habe ich schon lange gehört, da weint eine Frau. Ich sage, wein? Die schluchzt. Ja, sagt er, sicher hat sie Kummer, sonst wird sie nicht so weinen. Sagt er, ich kenne dein Mitgefühl, renn mir da nicht hin, das geht uns doch nichts an. Mir hat das leid getan, ich bin hin, dicke Frau. Ich sage, warum weint sie denn so? Und sagt sie, weil ich vor 2 Stunden schon aussteigen wollte. Ich sage, meine Güte, wer hindert sie da dran? Sagt er, Sie sehen, ich bin dick. Ich hab's auch so mit den Knien. Wenn ich raus will, muss ich rückwärts raus. Jedes Mal, wenn ich unten bin, kommt der Schaffner und sagt, bitte einsteigen. Udi, weißt du eigentlich, was morgen für ein Tag ist? Ne, Freitag. Nee, das meine ich doch gar nicht. Ich meine, was waren heute vor 25 Jahren? Oh, da war ich besoffen. Wir hatten Polterabend. Und morgen vor 5. Ach, du meine Zeit. Da haben wir ja morgen Silberhochzeit. Was denkst du? Wollen wir da nicht das Schwein schlachten? Wieso denn? Bloß weil wir Silberhochzeit haben? Das arme Vieh kann doch wirklich nichts dafür. Ich wünsche mir eine knackige Blondine in einem Minikleid und einem tiefen Dekolleté. Ich würde gern mit ihr mit einem alkoholischen Mixgetränk anstoßen. Serviceverkehrsbetriebe wird auch immer besser. Ein gut aussehender Mann, ein Mantel, läuft an der Elbe lang, spaziert an der Elbe lang, hat eine Tasse mit und geht an die Elbe, nimmt einen Schluck Wasser der Elbe und setzt an, möchte trinken. Kommt ein Dresdner an und sagt, Mann, oh Mann! Kannst du nicht mal bitte wohin, sonst gibst du Zeit, was man so zum Tod, Mensch! Sagt der Mann, Sie entschuldigen, ich hab Sie nicht verstanden, wissen Sie? Bin nicht von hier, ich bin aus Hannover, wissen Sie? Da sagt der Dresdner, es ist kalt, trinken Sie langsam. Bislang konnte ich eine Familienfeier vermeiden. Meine Verwandten, die stupsen mich bei Hochzeiten immer so in die Seite und sagen nur, Gabileinchen, du bist bestimmt die Nächste. Sie haben jetzt damit aufgehört, seitdem ich bei Beerdigungen das Gleiche sage. Schön ist, dass die Kinder sich so freuen und dass sie so neugierig sind auf alles, was im Leben passiert. Der Andrea hat vor der Mutti gesagt, Mutti, Mutti, wann bin ich eigentlich auf die Welt gekommen? Na, das weißt du doch am 7. Juli. Gut sicher, ausgerechnet an meinem Geburtstag. Also,
Also an den Storch glauben ja sowieso die wenigsten Kinder, gell? Aber ich habe einen jungen Vater erwischt, der hat mit dem Storch hantiert. Hören Sie sich das mal an. Sag mal, Maiki, du freust dich doch sicher sehr, dass der Storch uns ein Brüderchen gebracht hat, nicht? Mensch, Papa, da gibt es so dufte Weiber und du pennst mit dem Storch.